Herzlich willkommen zur Umschau. Wie ist so etwas möglich? Einkaufen ohne einen Euro zu bezahlen, das erklären wir Ihnen gleich. Denn Sie können das mit etwas Geduld auch. Was wir bei unserem Einkauf erlebt haben, ist der wohl extremste Auswuchs eines knallharten Preiskampfes, den sich zurzeit die großen Drogeriemärkte liefern. Jede Kette hat offenbar ihre eigene Strategie. Gewinner scheint aber immer der Kunde zu sein. Ja, und jetzt wollen wir Ihnen natürlich genau erklären, wie das denn funktioniert, dieses Einkaufen ohne zu bezahlen. Wie eben im Beitrag gesehen, geht das mit Coupons, also mit Gutscheinen, die wir im Internet fanden. Und kann das wirklich jeder und ist das überhaupt erlaubt? Bei den Kollegen von MDR Aktuell geht es heute dagegen um eine ganz harte Nuss, denn jetzt wird geerntet. In Sachsen ist das größte deutsche Anbaugebiet für Haselnüsse entstanden. Noch kommen rund 70% aus der Türkei, aber deutsche Süßwarenhersteller setzen immer mehr auf heimische Nüsse. Mehr Infos darüber gleich um 21.45 Uhr. Ja, für die Reparatur meines Smartphones habe ich mittlerweile genauso viel bezahlt wie für das Gerät selbst. Denn ich habe Kinder, leider zwei linke Hände und das Display ist leider aus Glas, das schnell zerbricht. Und so wie mir geht es vielen. Online-Reparaturdienste versprechen da Superschnäppchen, so wie eine Firma aus der Nähe von Erfurt. Ja, und leider scheinen Kunden auch mit anderen Reparaturdiensten nicht mehr Glück zu haben. Die Stiftung Warentest hat 9 Online-Anbieter für Handy-Reparaturen getestet. Kein einziger bekam die Note gut. Doch hier waren die Wartezeiten lang und viele Schäden blieben unentdeckt. Außerdem werden meist noch alle persönlichen Daten gelöscht. Bei einem Unfall auf der Straße oder zu Hause erwarten wir schnelle Hilfe. Zu Recht. Jeder von uns hat Anspruch darauf, dass sich der Krankenwagen sofort auf den Weg macht und in kürzester Zeit sein Ziel erreicht. Aber oft klappt das nicht. Und das nicht etwa, weil die Fahrer bummeln. Sie werden schlichtweg aufgehalten. Oh weia. So schwer kann es ja nicht sein, sich das zu merken. Kommt der Krankenwagen, heißt es, Platz machen. Und zwar sofort. Am besten zur Seite fahren und anhalten. Denn Luft auflösen kann sich ja niemand. Wir verabschieden uns für heute vom Fernsehbildschirm, aber nur von dort. Den Umschau-Quick-Tipp, den finden Sie nämlich immer auf unserer Internetseite und auch auf unserer Seite bei Facebook und auch täglich bei den Kollegen von MDR Jump im Radio. Und an dieser Stelle sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.